Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 21. Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute geht es darum, wie man in Minecraft braune Pandabären bekommen kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Pandabären an sich sind ja schon relativ selten in Minecraft und spawnen ja nur in den Bambuswäldern. Und die braunen Pandabären sind dementsprechend noch seltener, denn sie spawnen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% anstatt eines ganz normalen schwarz-weißen Pandabären. Normale Pandabären haben ja außerdem immer noch eine Persönlichkeit, die man ihnen quasi im Gesichtsausdruck entnehmen kann. Das haben braune Pandabären nicht, die gucken immer gleich und haben keine besonderen Eigenschaften. Die Panda-Genetik ist in Minecraft tatsächlich verhältnismäßig komplex. Falls ihr euch da mal ein tiefergehendes Video wünschen möchtet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber an sich geht es vor allem darum, dass ihr halt möglichst schaut, dass ihr viele verschiedene Pandabären miteinander paart und damit halt der Genpool möglichst gut durcheinander war und dass ihr halt jede Möglichkeit einmal quasi ausspielt, um eben einen braunen Pandabär zu bekommen. Bei der Paarung müsst ihr übrigens darauf achten, dass mindestens 8 Bambusblöcke in einem Umkreis von 5 Blöcken von den Pandabären jeweils sind. Ansonsten könnt ihr sie nämlich nicht paaren, dann würdet ihr nämlich statt den Herzpartikeln einfach nur sehen, wie 2 Pandabären euch angucken und mit dem Kopf schütteln. Das Züchten an sich ist aber relativ einfach, denn ihr braucht natürlich wieder nur 2 Pandabären und müsst diese füttern. Pandabären wollen hier in diesem Fall Bambus gefüttert bekommen, das bedeutet, ihr schnappt euch einfach ein paar Stacks Bambus und füttert einfach jeden Panda, den ihr seht und hofft, dass ihr irgendwo einen braunen Panda rausbekommt. Wenn ihr einen braunen Pandabär jetzt bekommen habt, solltet ihr euch direkt am besten die Eltern merken, denn hier ist jetzt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass zumindest eins der Elternteile die Veranlagung dafür hat, einen braunen Pandabär eben zu bekommen, obwohl es selber eben nicht braun ist. Das ist eine ganz coole Sache und wie gesagt, die Genetik hier ist relativ detailliert tatsächlich, falls ihr da ein Video zu wollt, wie gesagt, in die Kommentare. Es gibt allerdings auch die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 32, dass eine spontane Mutation auftrifft. Das bedeutet, ihr bekommt einfach so einen braunen Panda, obwohl es nicht vererbt wurde und da wurden die Gene dann einfach oder sind die Gene einfach mutiert. Das Gute ist jetzt, wenn ihr 2 braune Pandabären habt, ist die Wahrscheinlichkeit für noch ein braunes Panda-Baby relativ hoch und dementsprechend, wenn ihr erstmal 2 braune Pandabären habt, sollte es verhältnismäßig einfach sein, jetzt weitere braune Pandabären zu züchten und die dann halt auch, ja, wofür auch immer ihr sie haben wollt, eben weiter zu vermehren. Braune Pandabären haben wie gesagt keinen besonderen Nutzen in Minecraft, sie sind halt einfach selten und relativ cool zu haben und das Genetik spielen hier ist vielleicht auch relativ spannend, aber ansonsten haben sie keinen wirklichen Nutzen in Minecraft. Das war eigentlich das ganze Geheimnis, wie man braune Pandabären bekommt. Viel kann man da allerdings, wie gesagt, nicht machen. Ihr müsst halt einfach ein bisschen Glück haben, wobei natürlich die Genetik, wie gesagt, tatsächlich sehr detailliert ist. Also wenn euch das wirklich interessiert und ihr euch da ein bisschen was durchlest, dann könnt ihr auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen optimieren und dann auch so ein bisschen, ja, Biologie spielen und Forscher spielen, wie man so einen braunen Pandabär halt bekommt. Aber das würde jetzt das Rahmen des Videos hier sprengen. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Panda in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei weiteren Fragen gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.